So, das zweite Video zu meinem Umzug. So, und seid ihr nun bereit, mein neues Zimmer zu sehen? Der Umzug hat jetzt bisher nur das Video hierzu. Wird ein bisschen verspätet kommen. Heute ist schon der Tag, wo die Schlüssel der alten Wohnung übergeben haben. Mit so ein paar kleineren Problemen, aber das sollte euch ja wohl erstmal nicht interessieren. Jetzt gibt es erstmal mein neues Zimmer. Die komplette Wohnung zeige ich euch dann mal demnächst. Dazu kommen noch einige schöne Sachen wahrscheinlich, weil zum Beispiel unser Wohnzimmer noch mal komplett einrichten müssen und dazu kann man wahrscheinlich mehr als ein schönes Video machen. Also, gucken wir uns zuerst mein Zimmer an. So, man sieht mich zwar gerade nicht, aber ich stehe hinter der Kamera. So, wir haben hier, würde ich beinahe sagen, meine Art Lagerecke. Mal und Krimsamsechse wie zum Beispiel. Man sieht hier das eine Regal, das ich vor meinem Bett stehen hatte. Da habe ich so einige Sachen, wie meine ganze Spielesammlung ist unten. Alles noch nicht final eingerichtet. Meine Buchsammlung, wo ich zum Beispiel auch das Buch, das ich gestern verschlungen habe und heute Morgen zum Beispiel. Meine Gridoran-Sammlung inzwischen schon. Und oben die Physikbücher. Und hier oben fehlt noch ganz einfach Deko. Da sieht man eben halt ja auch schon mal so ein bisschen. Halt Kameratasche. Ein paar andere Sachen. Eine Tasche steht da vorne auch noch. Dann haben wir hier zum Beispiel eine Kommode, die ich auch schon mal aufgebaut habe in einem Video. Unterschiedliche Fächer mit für unterschiedliche Projekte hauptsächlich. So eine Versailles-Box ist da zum Beispiel auch drin oder eine Versailles-Ecke. Mein Schreibtisch, der sich eigentlich kaum verändert hat. Mit meinen riesigen Scheinwerfern oder Leuchten. Und die andere Hälfte mit meinem Bett. Die Schlappe, die ich jetzt vergessen habe, anzuziehen. Mal hier noch ein weiteres Regal, wo ich halt da auch einige Sachen drinstehen habe. Mein Kleiderschrank mit UVPs en masse. Und ein Football. Und eine schöne Sicht auf meine Zelda Scrolls Online Collectors Edition. Von der ersten, also von der originalen Version. Mit meinem Millennium Falcon, den ich demoliert habe mal. Und das ist also mein Zimmer. Ich gehe jetzt mal auf eine andere Ansicht und dann gucke ich mal, dass wir mal kurz noch ein bisschen unterhalten können und wir uns sehen können. Ja, ich sitze jetzt immer entspannt oder mal jetzt, also muss ich jetzt wie ich relativ entspannt bei mir auf dem Bett sitzen. Guck mal, dass ich euch kurz näher ranhole. Ja, so sollte es gehen, aber jedenfalls das, was jetzt immer halt für euch, weil anders ist immer jetzt erstmal hauptsächlich die Umgebung. Mein Zimmer ist immer jetzt nur noch ein Zimmer und nicht zwei. Dabei bin ich inzwischen eigentlich auch relativ froh, alle Sachen auf einen Ort zu haben. Ordnung etc. muss ich schauen, weil da war ich auch beim Einräumen extrem verwirrt oder noch nicht unentschlossen, wo was hinkommt. Aber so ist es eigentlich immer, dass man sich immer nur einfinden muss. Zum Beispiel Teppich muss ich auch noch mal schauen, ob ich mir einen anderen hole. Für hier vorne die ganze Fußebene. Und ja, das muss ich mal schauen, ob ich damit noch was mache. Dann hatten wir auch noch ein paar andere Probleme. Und ja, dann habe ich noch mal ein interessantes Buch gefunden, was ich gestern und heute Nacht verschlungen habe und jetzt durch bin. Und ich denke, warum habe ich das gemacht? Weil ich auch gestern ein Video eigentlich schon machen hätte können. Ja. Die Orten oder mal die das Chaos da oben muss ich eigentlich auch noch mal aufräumen und genauso wie hier. Also ein paar kleine Baustellen, die ich auch noch habe, wo ich mich mal hinsetzen muss. Dann hat man vielleicht auch gesehen, dass ich da hinten noch einen Ratgeber liegen habe, einen dünnen für Klausuren. Da muss ich mich auch noch mal morgen eigentlich dran setzen, denn meine Klausuren werden dann immer noch nicht besser.
Und da muss ich mich jetzt gerade entweder dran setzen oder was anderes suchen. Das ist so ein kleines Hin wegen Studium, wo ich gerade immer ein bisschen in der Zwickmühle sitze. Aber ich muss mich jetzt, gut, dass ich mal das Buch nochmal durcharbeite, mir nochmal ein bisschen die Klausurvorbereitung, die ich jetzt auch schon mal ab morgen auch wieder habe, wo ich mich wieder hinsetze und versuche täglich irgendwie mindestens 5 oder 6 Stunden zu arbeiten und immer die Sachen wirklich lerne. Denn das Semester war eigentlich schön, nur meine Vorbereitung oder meine Klausuren waren nicht gut. Und das macht mich mal wütend, weil ich eine einzige Sache, die ich beim Studium aktuell schon mal sagen kann, um dieses Video noch nicht so ganz auch noch in dem Thema zu bringen, ist: Ich will Leistung zeigen im Studium, damit ich auch sagen kann, dass sich das auch nur lohnt, weiterzumachen. Weil ich stehe auf der Stelle. Und da muss ich jetzt einmal aktuell für mich die Sachen mal erklären, gucken, dass ich nochmal mich für die Nachprüfung mich da mal hinsetze und mir auch wirklich. Das sei für mich auch, wie ich einfach. Ich muss mich einfach jetzt darauf ansetzen. Das ärgert mich, aber das nützt nicht. Ansonsten muss ich aktuell schon, oder bin ich aktuell wieder ein bisschen am Schauen. Sachen wie meine Webseite, neues Design, zum Beispiel neues Intro, Outro, etc. Daran habe ich schon aktuell einige Sachen, ja, Produktionen dann mache. Und da werde ich mich jetzt im Laufe der nächsten Zeit auch schon dran setzen, wenn ich neben der Klausurvorbereitung mal Zeit finde. Abends im Mai, wenn mir nicht vielleicht unbedingt die Freunde mich nerven, ob ich mit denen was spielen will. Es sei denn, ja, also die wollen es nicht, weil ich nur 3100 Schaden mache vielleicht. Mal gucken, aber ansonsten sind wir jetzt hier ziemlich gut angekommen in der neuen Wohnung. Es war ja auch, der Umzug war, ich sag mal so, bergauf steigen. Also wir sind mal wir sind inzwischen relativ hoch im Bielefeld. Also wir sind, glaube ich, schon, also nicht hoch im Sinne der Höhe vom Berg oder so, sondern wir sind in einem Haus, wo wir sind im obersten Stockwerk und da mussten wir einige Treppen laufen, und zwar mehrmals. Aber ganz ehrlich, ich und Niklas sind jung und das geht klar. Schon mal so ein Video, so ein Thema zum warum mache ich kein Video zum Ende der WG? Das liegt hauptsächlich daran, dass ich das Video nicht machen kann, ohne Leute anzugreifen. Da sind einige Sachen vorgefallen, wo ich nicht mich gerne öffentlich dazu äußern will. Zum einen Schutz und zum Schutz der anderen. Genaueres gehe ich da nicht ein. Ich sage nur schon mal so weit, das war nicht schön. Also das ist einfach nicht mehr in Ordnung. Also das war einfach nicht mehr schön, die Situation dort. Ich muss jetzt aktuell nochmal schauen, was ich hauptsächlich wegen Streaming mache, weil damit bin ich auch nicht so glücklich. Ich habe zwar mein Setup wieder aufgebaut. Ich wollte auch eigentlich gestern Abend schon wieder streamen, aber hey, habe ich mal das Buch gefunden, Thalia. Und dann hat man, glaube ich, bis 0 Uhr oder so gelesen, oder? Nee, da war sogar 2 Uhr. Deswegen, ich muss mal schauen, was ich dann auch welches Spiel oder so mache, weil ich könnte irgendwelche MMOs oder so mal durchspielen oder immer halt. Ich muss mir mal überlegen, was ich da jetzt genau mache, weil das Chatting, über manche Themen will ich auch einfach nicht reden. Das sind immer solche Sachen. Also da muss ich mir aktuell noch Gedanken zu machen, aber ich sollte mal gucken, dass ich jetzt in dieser Zeit, jetzt allgemein wieder ein paar mehr Videos kommen, noch ein paar Videos in der mache. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Update gefallen. Ich werde gucken, dass ich vielleicht auch mal ich setze mich auch noch mal hin und habe noch mindestens ein Projekt, was ich noch mal in der vorlesungsfreien Zeit schaffen muss, oder will. Da ist die Mappe, dass man müsste es gelesen haben, lesen können. Das ist ein kleiner Videokurs, den ich mir auch mal vor Urzeiten gekauft habe und mich mal dran setzen muss. Und ja. Weiteres kann ich aktuell erstmal nicht sagen. Ich werde zum Studium wahrscheinlich gucken, dass ich mal, vielleicht morgen kann ich das machen oder nächsten Tagen. Ich muss gucken, dass ich das Video dann mal wirklich mache und das hochlade, damit ihr da auch am neuesten Stand seid. Weil es war echt eine Talfahrt und aktuell bin ich wieder irgendwo mitten im Tal. Aber ich muss mich gucken, dass ich mich ja nach mehr Zweitprüfungen vorbereite. Also, ich hoffe, euch ihr hattet eine schöne Zeit. Ich hoffe, euch war das Wetter auch teilweise gut gelegen, denn manche Tage war echt grünes Wetter hier in Bielefeld.
Und ich sage euch nur noch eins. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Max Sorus. Abonniert meinen Kanal, falls ihr mehr sehen wollt. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis bald und tschüss.